So, also mir wurde heute Morgen so kurz vor 7 Uhr alarmiert mit dem Alarmstichwort Wasserrohrbruch. Wir sind dann mit ca. 10 Einsatzkräften am Sonntagmorgen zu der Einsatzstelle gefahren, haben vorgefunden, dass das Wasser so ca. 30 Zentimeter über der Fahrbahn herausgesprudelt ist. Klar haben wir dann gleichzeitig unsere Tauchpumpe in Stellung gebracht und dann dementsprechend den Keller kontrolliert, der dann nochmal bis zu einem halben Meter unter Wasser stand. Und wir haben dann logischerweise die Abpumpmaßnahme in die Wege geleitet, gleich einen Lecksuchorganisationsdienst aktiviert, der uns die Leckstelle dann lokalisiert hat. Und die Feuerwehr ist jetzt noch weiterhin mit dem Abpumpen beschäftigt. Vermutlich, weil die Straße zum größten Teil unterspült wurde, kann es sein, dass die Maßnahmen von der Baufirma noch circa den ganzen Tag andauern werden. Und alles über 30 Zentimeter geht dann nicht schief. Genau, das kann man länger. Deswegen will ich es pflastern. So was würde ich.